8 beginnt der Unterricht und vorher ist in aller Regel noch was zu kopieren oder auch zu besprechen. Der Unterricht bei uns findet immer in Doppelstunden statt, also die erste Doppelstunde von 8 bis 9:30, dann ist eine halbe Stunde Pause und dann geht das in dem Rhythmus weiter. Und häufig genug habe ich 6 Stunden Unterricht, also 2 Pausen dazwischen, die aber meistens keine Pausen sind, sondern da hat man Aufsicht oder muss Versuche aufbauen, Material heraussuchen, sich mit Kollegen austauschen. Und wenn ich dann 2, 2:30 zu Hause bin, mache ich in der Regel 1 Stunde Pause und habe dann nachmittags, abends nochmal 2 bis 4 Stunden am Schreibtisch zu tun mit Unterricht vorbereiten, Klausuren korrigieren. Heute Morgen im Unterricht haben wir als erstes die UVW-Regel wiederholt und sind dann zu einer Anwendung gegangen, zum Elektromotor. Da haben die Schüler diverse Experimente zugemacht, um herauszufinden, wie das funktioniert. Experimente machen sie in aller Regel gerne. Ja, wenn es dann daran geht zu denken, warum das Ganze so funktioniert und sich die Sachen anzueignen, viele können es, für einige ist es dann ganz schwer. Weil der Umgang mit den Schülern allgemein, jetzt egal ob im Unterricht oder auf Pausen, im Prinzip auch auf Klassenfahrten, mache ich sehr gerne. Ich weiß, dass Studenten, wenn sie anfangen, Unterricht vorzubereiten, für eine Unterrichtsstunde in der Regel 4 Zeitstunden brauchen zum Vorbereiten. Das kann man sich als Lehrer natürlich A, nachher nicht mehr leisten, B, braucht man die Zeit auch nicht mehr. Aber die Hälfte der Zeit kann man schon rechnen als Vorbereitung, also die Hälfte der Unterrichtszeit als Vorbereitung, inklusive Experimente aufbauen. Und dann kommen noch die Klassenarbeiten dazu. Also um Physiklehrer zu werden, studiert man im Grundstudium 6 Semester, also 3 Jahre auf Bachelor. Währenddessen hat man das sogenannte integrierte Schulpraktikum, das ISP. Das sind 4 Wochen, die man an der Schule verbringt und dort Schulpraktikum macht, wo man auch selber schon erste Unterrichtserfahrungen macht. Nach dem Master macht man sein Referendariat. Das Referendariat in Hamburg ist jetzt ganz neu seit 1. Februar, geht über 3 Halbjahre, also 3 Semester und ist vom ersten Semester an auch gleich mit eigenverantwortlichem Unterricht im Umfang von 10 bis 12 Stunden verbunden. Ganz grundsätzlich, wenn man Lehrer werden will, sollte man Menschen und Jugendliche mögen und sich auch darüber klar sein, dass die auch teilweise in der Pubertät sind und damit umgehen können. Unterricht generell, Physikunterricht ganz besonders mit den Experimenten, ist auch häufig sehr hektisch und sehr laut. Damit muss man umgehen können und man muss sich auch trauen, den Schülern zu sagen, was sie machen oder was sie nicht machen sollen. Also heute sind die Berufsaussichten gerade für Physiklehrer gut bis sehr gut. Es werden händeringend Physiklehrer gesucht und es werden auch zusehends Physiker ins Lehramt oder zumindest ins Referendariat übernommen, die auch gar nicht auf Lehramt studiert haben, weil ein so großer Bedarf daran ist. Die Vorbereitung, die Klausuren, die Konferenzen, die Besprechungen mit Kollegen und was auch immer zu mehr zunimmt, ist der ganze Verwaltungsaufwand. Das nimmt einen Großteil der Zeit ein, da sind viele sich darüber nicht im Klaren. Ansonsten erlebe ich es ja auch immer wieder bei Studenten und bei Referendaren, dass sie es auch sehr gerne machen, weil das Miteinander mit den Jugendlichen auch sehr befriedigend sein kann. Also die positiven Aspekte sind die, dass man den Schülern natürlich was beibringen kann über die Welt um einen herum, wie sie funktioniert. Modernes Beispiel, wie funktioniert eigentlich ein Smartphone oder auch das Smartboard, was wir in der Schule haben. Negative Aspekte ist dadurch, dass man auch viele Experimente machen sollte, ist man natürlich auch viel darauf angewiesen, auch durchaus viel Zeit in der Schule zu verbringen und es auszuprobieren und es funktioniert auch nicht immer so, wie es sollte. Also ich mache den Job nach wie vor gerne. Es gibt Sachen, die ich nicht mag, das geht ja jedem so bei seinem Job, aber im Prinzip bin ich nicht böse drum, Lehrer geworden zu sein und mache den Job auch nach wie vor gerne.